Hallo Welt, ja, da sind wir wieder und jetzt geht es nochmal zu Spencer Woolridge, denn alles hat er uns nicht erzählt. Was hat er mit dem Gift zu tun? Warum hat er Helen vergiftet? Na gut, sie ist daran nicht gestorben, aber Spaß hat es ihr sicherlich auch nicht gemacht. Und warum, haben wir bis jetzt auch ein bisschen aus den Augen verloren, warum hat Helen eigentlich so viel gegessen immer? Vielleicht damit es nicht vergiftet wird alles. Hat das ganze Essen vielleicht verschenkt? Und dann, wenn es vergiftet war, hat das irgendwer anders bekommen. Wir können ja mit dem Koch nochmal sprechen. Ich möchte nämlich auch ganz gerne nochmal gucken, ob wir... Na, das nicht. Das hier nutzen können. Ja. Traurig, ja? Und dann haben sie nicht mal ein anderes Bild, nur das Bild vom Werbeplakat hier abgerissen. Oh Mann, nicht mal ein vernünftiges Bild haben sie von ihr. So sieht's aus. Oh, der Koch ist immer noch da. Irgendwas... Timeline discrepancy detected nearby. Das ist gar nicht da unten, das ist hier oben. Analysis of this stovetop reveals an alarming degree of grease buildup, approximating proximity to volatile gases and chemicals. Chances of an explosive combustion upon next use currently at 92.9%. Oh, das scheint mir ein Unfallrisiko am Arbeitsplatz zu sein. Wieso hat Slack das nicht festgestellt? Searching Slug work logs. No work log found. Creating conjecture. Slug has likely not fixed this issue due to a lack of responsibility on the part of their employees. Ist denn das normal? Most corporations have regular cleaning procedures to prevent damage to company property. Slug, already unlike most corporations in a variety of ways, does not. That or the employees tasked with inspecting are shirking their duties. For shame. Schalten wir das Ding mal ein? Stop! Performing scan. Gas light appears to have gone out some time ago. Chance of explosive combustion without gas light, 0.01%. Ist das normal? Ja, schon gut. Wir schließen die Untersuchung hier ab. Und, wo bist denn du? Mal keine Panik. Ich bin hier der Oberchief Commander, ich bin der Captain. Ihr könnt mir vertrauen. Ich weiß, was ich da tue. Alles sauber, siehst du? Nein, doch nicht. Nein, doch. Oh, wie mysteriös. Ja, guten Tag. Dann gehen wir mal wieder. Ach so, mit dir haben wir gar nichts mehr. Noch ein Hühnchen zu rupfen? Weil du der Koch bist, verstehst du? Hello again. No new reservations have opened up, unfortunately, so I can't make anything for you right now. You have a look that screams, I have something to ask you about. Well, please, ask away. I have no problem with questions. Why would I? Du scheinst mir ziemlich auf deinen Beruf fixiert zu sein. Was zum Mordzeitpunkt in der Küche? No. As it so happens, I was down in the employee break room. I wasn't taking an unsanctioned break, of course. I was merely fetching ingredients. Und du sagtest, du bist der Hotelchef-Koch. Wie ist das denn so? I prep dishes day in and day out for guests, and while I doubt their palates are refined enough for my flavors... The work is rewarding. After all, I can take pride knowing that I simply am the best cook this side of Halcyon. No one else can even hope to compare. Na, dann war's das erstmal. Danke schön. Okay, und dann geht's zu Spencer Woolridge. Hallo. Aha! Always so nice to hear you, Inspector.
on the double. Ja, ich möchte nochmal zur VIP-Gästeetage. If you see Black Hole Birdie, be sure to get an autograph for me. Just joking, I've already got one. Na, du bist immer noch da. Ich weiß, was du getan hast. Erzähl, warum hast du das gemacht? You're here. I hope you have the photon proto-distributor, or we're never leaving this damn facility. That was from the Twin Spies. I played a sentient mechanical. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Wer bist du nochmal genau? Also, ich habe ein oder zwei Dinge über deine Aktivitäten im Hotel erfahren. Oh, have you now? Please do go on. Don't leave me in suspense. Ja gut. Ja, ich denke, das können wir beides hier antworten. Also ich habe Sicherheitsaufnahmen davon, wie du dich an Helens letzter Mahlzeit vor ihrem Tod zu schaffen gemacht hast. Tampering? No, no, no. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. If being hungry is a crime, you better indict 3/4 of Halcyon. Also... Dann, ja gut, hilf mir mal schnell auf die Sprünge. Was war es nochmal, was du mit der Pterorochengalle tun wolltest? What? That damn bellhop promised discretion. Well, if you must know, it's, an appetite suppressant. How do you think I keep my form so lithe? Terroray glands keep me from feeling hunger pangs. I've never heard of that. You sure you're talking about terrorays? Their bits tend to give folks the runs. Oh, that's it. I'm firing my nutritionist this instant. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass er es war. Nach wie vor glaube ich nicht, dass er es war. Also wenn die Pterorochengalle ein Appetitzügler wäre, wärst du nicht hungrig, nachdem du sie eingenommen hast. Oh, well, there's... Maybe I just wanted to see what was in it. Oh, law. What a pathetic defense. As it so happens, I may not have had the Terroray gland acquired for personal use. I may have placed it in Bellamy's meal. But before you indict me, please, just listen. I wasn't trying to kill her. Na, die isst zu viel. Er wollte ihr was geben, damit sie nicht dick wird. Ja, dann hast du also gelogen über die Vergiftung. Und wo hast du noch gelogen? Dann stimmt ja alles nicht. Stimmt dein Name denn? Lie is such a strong word. But even if I had chosen to poison myself, the danger should have been minimal. Terroray glands aren't supposed to be lethally poisonous. They're supposed to cause extreme lethargy, as if you'd inhaled several quarts of Spectrum vodka. She would have had to eat 6 or 7 of the glands to die, and even then it would be an extended, arduous process. So, ich glaube ihm. Naja, du scheinst mir ja ein richtiger Toxikologe zu sein. Oder vielleicht hast du auch nur einen auf der Ätherwelle gespielt. Einen Toxikologen. Erzähl das den Behörden. Wieso wolltest du sie überhaupt vergiften? Ja, die hat so viel gegessen, haben wir schon gehört. Oder so viel Essen bestellt und dann wollte er einen Appetitzügler ihr geben. Ja, aber sowas, na, das macht man ja nicht. Na gut, wir sagen erst das Erste, dann das Dritte, okay? Also, vielleicht hast du den Toxikologen ja mal gespielt. No, really, you must listen.
I wasn't trying to kill Bellamy. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling. With her out of commission, the next available celebrity, myself, would get to host the unveiling. Please think twice about telling the administrator of my misdeeds. If he learns the truth, what's left of my career will be left in shambles. Ja, das macht ihr am besten unter euch aus. Ach so, geht ja nicht mehr, sie ist ja tot. Na dann, meinetwegen. Das kann ja erstmal zwischen uns bleiben. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht werfe ich ein Bit-Modul. Ja, weißt du, ich bin mir sicher, du warst das nicht. Also das kann erstmal unter uns bleiben. Thank you very much, Inspector. And for what it's worth, I really do hope you find the true murderer. Ja, aber trotzdem hätte ich da noch eine Frage. You hold my fate in your hands, Inspector. I hope you'll do the right thing. If not for me, then for the fans. Niemals, nie im Leben ist das der Mörder. Der ist so sympathisch, der Typ. Außerdem, guck mal, der kann nicht ins Labor einbrechen und sowas. Da müsste der ja total... Naja, Schauspieler sind schon fit. Aber die verletzen sich auch überall. Ja. Also, die sind sehr anfällig für Verletzungen, weil die sehr körperbedacht sind und immer auf alles achten. Und wenn da irgendwo mal ein Nagel ist, unser Eins läuft da drüber und, oh, was war denn das? Ein Nagel? Oh, ja, und ein... Dings holt sich gleich Tetanus, oder? Naja, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber wir laufen hier irgendwo vor und ouch, ah, genau den Knöchel erwischt. Aua! Und das tut dann ein bisschen weh und dann ist es wieder gut. Ein Schauspieler bricht sich den Knöchel aber sofort. Irgendwie ist das merkwürdig, aber es ist so. Aha! Always so nice to hear you, Inspector. I'll get you to your floor on the double. Tja, überrasch mich doch einfach. Nein, ich möchte zur Penthouse Suite, bitte. The finest seat in the house. Du, Administrator. Was habe ich da gerade über Schauspieler gesagt? Das stimmt doch gar nicht. Es gibt auch Schauspieler, die Stuntmen sind. Die tun sich auch nicht andauernd was. Inspector? Ich habe meine Ermittlungen zu Helens Vergiftung abgeschlossen. Was sagst du jetzt? Excellent. I trust you have a name for our poisoner. Ja, der Giftmischer war niemand anderes als Orens. Ach, jemand Totenbedings, das mache ich auch nicht. Dann, nein, sie hat ihre Spuren gründlich verwischt. Are you saying you were outmaneuvered, Inspector? Because that isn't what I want to hear. What I want to hear is, yes, Mr. Ludovico, I've discovered the identity of a dangerous anarchist. I hope you will redouble your efforts in pursuit of Helen's killer. Wir kriegen hier andauernd einen guten Ruf bei Resource zum zweiten oder dritten Mal in kurzer Zeit jetzt schon. Warum? Aber dafür weiß ich jetzt, wer Halcyon Helen getötet hat. Are you confident you've finished your investigation? You've questioned all your suspects. Absolut, ich kenne den Namen des Täters. I've been waiting for this. Tell me, Inspector, who killed Halcyon Helm. Ja, du warst das selbst. Bertie Holmcomb? Nein. Der Mörder war kein anderer als Spencer Woolridge, nein. Du warst es. I beg your pardon. You think I killed Halcyon Helm? Ja. Ich habe Beweise, habe ich auch. Und was sagst du jetzt? Also ich bitte dich, ich wusste von Anfang an, dass du schuldig bist. Ja, ja. Hm.
There's nothing to prove. I don't understand. Are you trying to make a mockery of justice, or are you really this incompetent? I expect you to deliver the name of Helen's killer. I expect you to deliver results, Inspector. And if you can't withstand the pressure, then I expect you to resign. We're done. Your services are no longer necessary. Ja, aber so kannst du dich da auch nicht rausreden. Nicht einfach sagen, ich bin sauer jetzt. So geht das nicht. Ich habe dich da gerade beschuldigt. Du bist schuldig. Und jetzt? Ich mach gleich ein Foto von dir. Da gehst du aber ganz schön in die Defensive, Ludovico. Hast du etwas zu verbergen? Ja, logisch, Arschloch. Weil ich den Mord gelöst habe, du warst es. I'm defensive, Inspector, because I'm under attack. I am assaulted by your perfidious and baseless accusations. You're convinced I murdered Halcyon Helen. Fine, show me some evidence. Ich brauche keine Beweise. Meine Instinkte haben mich noch nie in die Irre geführt. Naja, das ist kein Beweis. Diese gesamte Ermittlung ist eine Farce. Ich bin es leid, dieses Spiel zu spielen. Taschen abtasten? Doch, ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Warte hier. Ich gehe schnell ein paar Beweise suchen. Ja, so geht's ja auch nicht. Also, die gesamte Ermittlung ist eine Farce. Ich bin es leid, dieses Spiel zu spielen. Nein, eigentlich nicht. Ich bin total drin. Das macht voll viel Spaß. Ich kann es stundenlang so weitermachen. If you have no proof, then you have no case. And I have no further use for you. Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security defenses. And killed my patrols. The distillery is under attack. Someone's after me, Inspector. I need you over here right now. Ach so, jetzt kommst du mir so. Aha, ich verstehe. Ja, ich bin gleich da. Inspektorin, hm? Ich dachte, meine Dünste würden nicht mehr benötigt. Hm, ja. Vielleicht hast du Helen doch nicht getötet. Jemand versucht, dich zu töten? Na, puh, da will ich nicht stören. Genau. Nein, was du brauchst, ist eine weniger offensichtliche Falle. Für wie blöd hältst du mich? Tja. Also, es gibt drei Sachen. Ich bin gleich da. Oder Inspektorin, hm? Ich dachte, meine Dienste würden nicht mehr benötigt, oder? Nein, was du brauchst, ist eine weniger offensichtliche Falle. Für wie blöd hältst du mich? Da will ich nicht stören. Das ist auch gut. Ja, ich bin sofort da. Now, Inspector. Damn it, someone's interfering with my transmission. Can you read the... Okay, Leute. Sollen wir ihm helfen, oder... Whoever the real killer is. I got a feeling they're going after Mr. Ludovico. We need to catch up to him. Fast. I guess, if we have to. Getting kind of tired of kicking my heels up in the penthouse all day. Hmm. All right. I got nothing going on. We should definitely go. As for helping him, maybe we take the wait-and-see approach? From the depths of Terra 2 to the heights of Eridanos, there's no mess that your SAM unit can't unstick, unclog, or unsully. Think of this as an opportunity to teach Mr. Ludovico the importance of compassion. So. Wir erhalten keine Antwort. Jetzt haben wir uns um die Sache mit... Oh, wir haben uns um die spannende Sache mit der... Na, der Prophet-Frau gebracht. Doch, wir wollten doch ins Reservoir noch. Wir haben Sachen verbockt hier? Echt?
Herr der Plage, sprich mit Cedric. Betritt Cedrics Büro. Wollten wir nicht machen letztens. Oh, und die Produktivitätskönigin. Spüre die Prophetin des Pro... Nee, liebe Welt da draußen. Tut mir leid, so geht's nicht. Nein. Nicht die Hälfte auslassen jetzt. Ich dachte, ich mache da nur einen kleinen Scherz. So geht's wirklich nicht. Wir werden in der nächsten Folge nochmal da starten, naja, wo wir in dieser Folge gestartet sind, okay? Wiederholung. Ich könnte jetzt auch eine zweite Folge machen, aber ihr seht, es kann auch schon mal was schief gehen. Also, was heißt, man könnte eine zweite Folge... Ich könnte diese hier verschwinden lassen und die andere dann als laufend reinpacken. Aber nein, es war jetzt einfach nur rumgeblödel. Ich habe keine Ahnung. Ich bedanke mich aber für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.